Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Heute der Anfang vom Ende. Und dann gucken wir mal rein. Der finale Kampf des Grand Prix World Racing war Team 5Ds gegen Team New World. Die erste Runde war Jack vs. Lester. Der finale Finalkampf war dabei zu Beginn. Okay, wenig Text und ab in die Geschichte. Kozmo Blechbüchse. Aha. Bitte als zweites. Jawohl. Gut, dann wollen wir mal gucken hier. Schon wieder diese ganzen Uhrenresonatoren. Oh, das ist mal kein Resonator. Kann diese Karte in offener Verteidigungsposition nicht durch Kampf oder durch Karteneffekte zerstört werden. Ist okay. Das war das. Ruf der Gejagten. Und dann gehen wir erstmal in Defense. Huch, jetzt. Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Lester. MacLord-Armee von Skill. Aha. Warum hast du nicht angegriffen? Das irritiert mich jetzt. So, wir haben 6 Synchro-Monster. Und okay. Falls diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, lege eine Wachzählmarke drauf. Diese Karte hält 300 ATK für jede Wachzählmarke auf dieser Karte. Einmal pro Spielzug, du kannst eine andere offene Karte wählen, die du kontrollierst. Entferne die Wachzählmarke von dieser Karte. Falls du es tust, lege eine Wachzählmarke auf das gewählte Ziel. Na gut. Dann holen wir uns jetzt mal die Wachzählmarke. Zack. So, welcher von euch unterstützt? Der hier unterstützt. Dann probieren wir dich jetzt mal wegzumachen. Was sogar geklappt hat. Dann holst du 9. Warum der jetzt aber... Ach, er hält für jedes Macronlord 100 Attack. Ja. Das würde mir jetzt nicht gefallen. Dafür zahle ich lieber Lebenspunkte. So. Nee, ruft der Gejagd nicht. Ja, das läuft jetzt gerade nicht so toll. Holen wir uns nochmal die Kartenwache. So. Und Battleface. Doppelmord. Wabuko. Natürlich Wabuko. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Zumal er kann auch einfach durch die Defense durchgehen. Ja. Einmal einen wegschmeißen. Dann bekomme ich nämlich keinen Schaden. So. Ja, das rettet mich jetzt nur über die Runde. Was haben wir hier? Was kann ich damit machen? Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Das wird... Oh, endlich. So, ruft der Gejagten. Wir holen uns die Kartenwache wieder. Nein. So.
Er kriegt sogar seine Wachmarke wieder. Das finde ich gut. Dann erhöhen wir deine Stufe auf die Stufe 4. Und können Synchro-Beschwörung durchziehen. Zack. Rotdrachen-Erzunterweltler. Gut. Die heben wir uns nochmal auf. Dann greifen wir jetzt einmal den da an. Ah, gib ihm. High five. So, verlierst du schon mal ein bisschen mehr Power. Und er muss sich jetzt was anderes einfallen lassen. Törichtes Begräbnis, okay. Verspieltes Opossum. Okay. Ja, Battleface. Das nächste vom Feld fegen. Warum du mit denen nicht in Defense gegangen bist, weiß ich nicht. Sehr mysteriös. Ja, verspieltes Opossum geht immer wieder und kommt immer wieder. Ich kapiere noch nicht den Sinn dahinter. Du kannst diese offene Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, um ein offenes Monster zu wählen, das du kontrollierst. Falls es in diesem Spielzug angreift, kann dein Gegner bis zum Ende des Dungeon Steps weder Karten noch Effekte aktivieren, die ein oder mehrere Monster als Ziel wählen. Ich könnte ihn jetzt auch schon 3000 einfach direkt ins Gesicht geben, aber das bringt mir halt auch nichts. Defense spielen bringt auch nichts, also machen wir erstmal nur das Monster weg. Ja, hallo Opossum und tschüss Opossum. Und hallo Opossum, tschüss Opossum. Das muss ich jetzt inwiefern verstehen? Ich weiß es nicht. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Wenn der Beherrscher dieser Karte Schaden erhält, zerstöre diese Karte. Falls du ein Lichtmonster vom Typ Fee als Tributbeschwören beschwörst, kannst du diese Karte ein Monster für die Tributbeschwörung als 2 behandeln. Okay. Gut. Dann hätten wir es ja schon fast. Das war ja jetzt ein bisschen... Also wenn du jetzt nichts gegen den Rotdrachen machen kannst, dann hast du ein Problem. Und Opossums sind nicht die Lösung. Auch wenn du gleich 2 Stück rufst. Na gut. So, was kannst du? Wenn diese Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof gelegt wird, sieh dir die oberste Karte deines Decks an. Lege die Karte entweder auf oder unter dein Deck. Jo, nimm wir mal. Nein. Das ist der Resonator in der Hand. Das musste ich gerade überlegen. So, dich auf Stufe 4. Dann Synchro. Holen wir uns den zweiten Rotdrachen-Erzunterweltler. So. Dann dürfen wir uns die oberste Karte an. Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Aktiviere einen dieser Effekte. Erhöhe die Stufe des gewählten Ziels um 1. Reduziere die Stufe des gewählten Ziels um 1. Ja. Nach unten. Weil ohne Monster bringt uns das jetzt sowieso nichts mehr. Aber wenn wir Glück haben, haben wir jetzt sowieso gewonnen. Hier machen wir einmal eine Synchro-Druckwelle drauf. Gehen in die Battleface. Das ist nicht dein Ernst. Du hast jetzt wirklich noch einen Counter. Du möchtest das jetzt wirklich noch mit den 400 Lebenspunkten rauszögern. Oh Mann ey, du bist ja echt nervtötend. Na los, Raketenkrieger!
Dann gehen wir in die Battle Phase. Raketenkrieger Angriff. Rotdrachenerzunterwäldler direkt. Wo war denn jetzt das Problem, Kollege? Jack konnte Lester abfertigen. Jetzt musste er gegen den nächste Mitglied von Team New World ran. Primo. Gut. Und morgen sehen wir dann Dämmerung der Maschinen. Also, schaltet denn wieder ein. Bis dann.